Die Polizeistation. Ach, jetzt reicht's mit den Zombies. Genau, hau sie alle um. Wer schießt sie? Oh, hier ist ein Supermarkt. Da warst du schon, ne? Ja. War da noch was drin? SKS-Munition. Eine verrottete Kartoffel. Hast du echt nicht mitgenommen, die SKS-Munition? Nee, es kommt drauf an. Es gab zwei Supermärkte da in der Nähe. Oh nein! Mein Raincoat ist ruiniert. Tja, sei froh, dass es gerade nicht regnet. Aber wurscht. Ich will noch was essen. Jetzt muss ich essen. Jetzt werde ich zum Essen gezwungen. Hui, was ist das? Oh, geil, eine Leuchtwackel. Oh, ein Brecheisen. Wunderbar. Wenigstens etwas. Ein Brecheisen aus Kotzstahl. Oh fuck, und ein Thunfisch, die kann ich nicht mitnehmen, weil mein Inventar voll ist. Oder Zombies hinter mir her. Was liegt denn hier noch? Ach, SKS-Munition, scheiße. Ja, dann weiß ich, in welchem Supermarkt du bist. Gut, dann suche ich jetzt die Police Station. Was heißt suchen? Ich weiß ja natürlich, wo sie ist. Mich ja aus in Berezino. So wie in allen anderen Städten auch. Oh, mal gucken, ob ich dir gleich über den Weg laufe. Ja, da ist er. Sehe ich nicht geil aus? Hier siehst schrecklich aus. Lauf, da sind Zombies. Einer weniger. Wunderbar. Ohne den anderen erwischen. Ich kann schon verstehen, warum die dich verfolgen in den Hosen. Meinst du, es liegt an der Hose? Ja, ja. Das liegt definitiv an der Kleidung. Weil so kriege ich den niemals. Ah, die Blonde will einfach hinter mir her. Ich kann das schon verstehen. Ja, lass ich dich mal mit ihr. Oh, ist das eine Schule? Ah, nein, keine Schule, Alter. Heute weiß, was da drin in der Schule. Wer weiß, was da drin spawnt. Stimmt, eine M4, wie immer, wenn ich da bin. Vielleicht finde ich ja mal eine schöne Hose. Oder irgendeine Jacke, mit, wo ich noch irgendwas reintun kann. Meinst du? Ich hoffe. So, gleich in das M4-Gebäude, Raum. Unten ist auf jeden Fall eine Jacke für dich. Wunderbar, aber ich gucke erstmal im Waffenraum. Ah, hier liegt eine Knarre, eine Amphibia, aber die kann ich nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Wo war die Jacke? Ganz unten. Die Amphibia kannst du nicht in die Hand nehmen? Nein, ist eine Sidearm, die ist in meinem Rucksack. Zurückgeschossen? Das war ich. Der Zombie einfach nur echt auf den Nerv. Ich aufnehme, der da liegt. Oh, das bist du. Jetzt hätte ich beinahe erschossen. Ja, wäre nicht schlimm. Ich habe eh nichts dabei. Aber ein schöner Hut, ich kann nicht aufnehmen. Verlierst doch keine Humanity. Hier, das ist eine andere Hose. Eine blaue Jogginghose. Jetzt muss ich erstmal hier die Downjacke. Die kann ich auch nicht aufnehmen. Jetzt doch. Ach, Zombie. So. Die Hose, hast du gesagt, war keine gute Hose. Hier oben ist eine blaue Jogginghose. Vielleicht ist die ja Hunter. Oh, die Downjacke ist ja schon gefüllt gewesen. Oh, was ist drinne? Schrotmunition, Racks und Bandagen. Wow. Hast du einen Dosenöffner? Ach ja, den hab ich für dich. Ja, ich komme runter, warte. Hoch bitte, ich bin im Waffenraum. Nach oben, ich komme hoch. Bin oben, nicht erschrecken. Cool. Ich erschrecke mich nicht, keine Sorge. Sieht das scheiße aus. Jetzt mal ehrlich. Ach komm. Aber wo ist denn der gute Dosenöffner? Ah, ist runtergefallen, also einmal durch den Boden durch. Nein. Nee, warte, halt, da liegt er. Wo? Hier, vor mir. Ah, ich hab ihn. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt pfeift er da rein, Mann.
Oh, die Rex nehme ich mit. Auch Bandagen. Oh, jetzt futter doch mal schneller. Okay. Musst du Essen hinlegen? Ich habe gerade gefuttert, danke. Gucken, was auf dem Dach ist oder war es schon hier oben? Nee. Oh, das ist auch eine böse Leiter. Der hat mir die Beine gebrochen. Ach, Beine brechen ist mein geringstes Übel. Ich sterbe immer gleich. Okay, oh. Dann mal weiter, ne? Police Station. Police Station, jawohl. Station. Ich höre wieder das tolle Tröpfeln der Regentropfen auf dem Dach. Wunderbar, aber es regnet doch gar nicht. Achso, bei dir. Ja, ich wohne ja ein paar Kilometer entfernt. Ja. Wo bist du eigentlich lang gelaufen? Hier bei der Mauer. Irgendwo muss hier die Polizeistation sein. Hier bei der Mauer. Ich bin der mit einer Downjacke und einer wunderschönen Hose. Ich laufe mir mal gerade quer über das Feld der Holzfabrik gelaufen. Oh, es tropft, es regnet, es ist schön, es ist toll. Ich finde das klasse. Ja, es kühlt endlich mal ein bisschen ab, ne? Ja. Für alle, die das nicht verstehen können, dass wir über die Hitze uns beklagen. Wir haben Dachwohnungen. Das ist was ganz anderes bei Sommer. 29 Grad und mehr in der Wohnung. Bei Außentemperaturen von etwas niedrigeren Temperaturen. Ja, und das ist nicht angenehm und schön. Wo zur Hölle bin ich hier? Bin bald an der Polizeistation. Schön. Ich bin weiß auch mal, irgendwo. Gehe ich in dieses Haus rein? Können denn Zombies sich neue Geräusche geben? Ja, was Feines, ja. Aber ich hoffe, sie bringen erstmal Fahrzeuge rein. Das ist mir viel wichtiger. Ja, wichtiger ist erstmal, dass kein Zombies mehr durch die Wände laufen. Dass kein Zombies mehr durch die Wände laufen. Oh, es muss sogar ein bisschen lauter sprechen, ne? Polizeistation! Ah, er ist schon da. Gut. Ich wusste doch, dass ich weiß, wo sie ist. Raining day. Oh, Cola. Was ist ein Cooldown? Worauf? Eine Cola. Das ist der Regen, der trommelt so laut gegen die Fenster. Trommelt zurück? Ja, genau. Und Kampfstiefel. Komm. Wunderbar. Cops haben so geile Sachen im Kofferraum. Oh, Munition. Okay, die muss ich jetzt aber... Nee, doch, die nicht mit. Ist noch 357er Muni in einem einen Auto drin, wenn du brauchst. Da habe ich jetzt schon so viel von. Benutze sie doch mal. Ich habe zwei Pistolen dabei. Hör nicht auf. Oh, jetzt. Okay, eine Shotgun. Besser als nix. Jawohl. So, ich komme jetzt auf der Straße entlang zur Polizeistation. Ja, ja, ja. Ich trinke schon ein Bier und eine Cola. Warst du in dem blauen Medical House hier? Nein, ich bin gerade im ersten Stock von der Polizeistation. Okay, ich mein's Medical. Nicht durch, das wird dunkel. Ach ja. Aber ist egal, wir nehmen eh nur noch 5 Minuten auf. Aber wird's immer so schnell dunkel. Ja. Oh wirklich, jetzt wo du es sagst, es wird rapide dunkel. So. Welt geht unter. Ich habe hier eine Brown Jeans für dich gefunden, wenn du die haben möchtest. Nö, lass mal, mir gefällt meine Hose. Auf einmal. Nein, ja. Hier sind Streichhölzer. Oh, nimm mit, komm mal Lagerfeuer machen. Lass uns das Dunkle doch mal ausnutzen, wenn wir es schaffen in 5 Minuten hier. Ein bisschen Holz fällen, Anzündholz machen und ein Lagerfeuer. Lass uns mal in den Wald gleich gehen. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen die Räume durchsuchen. Essen. Ich finde in jedem Raum eine Dose zu trinken. Das ist doch schön. Und gleich immer runter damit, weil ich keinen Platz habe. Oh, eine Tomate, die esse ich gleich. Der Typ muss schon einen richtigen Wasserbauch haben. Komisch. Vor einer Minute, als ich draußen war, war es noch hell. Jetzt ist es plötzlich dunkel. Das ist hier eine ganz andere
Erdanziehungskraft und Rotationsgeschwindigkeit der Sonne. Sonnenfinsternis. In Relativität zur Erdachse. So ungefähr, ja. Was ist das hier? Und denk dran, wir brauchen 80 Meilen. Nee, 88 Meilen waren das. 88 Meilen, genau. Ganz wichtig. Ich betrete von unten die Polizeistation. Wunderbar. Oh, was gibt's denn hier? Ah, hä? Oh, ich habe endlich ein neues Item gefunden. Was hast du denn? Die Polizeihose. Orel Unit Uniform Pants. Blau, braun, weiß, gefleckt. Schön. Zombie schieb mich ja noch weg hier. Schick, schick. So, jetzt habe ich zwei Slots mehr in der Hose. Und jetzt sehe ich noch bescheuerter aus, weil die Jacke nicht dazu passt. Aber ich habe oben noch eine Jacke gefunden. Die hole ich mir eben mal. Dann passt es farblich wieder. Hast du gerade ein Bier aufgemacht? Ich habe was getrunken, ja. So, nehme ich die blaue Downjacke. Die passt dann eher. Jawohl, jetzt sieht es wieder schick aus, einigermaßen. Schick, schick. Hi. So, lass uns mal eben in den Wald, ne? Jawohl. Warte, erstmal muss ich meine Schroti laden. Ich habe da zufällig Schrotmunition gefunden. Pack ein paar Nägel rein. Flinte mal vor. Nägel, genau. Okay. So, ich mache jetzt mal eine Leuchtfackel an. Boah, die ist ja. Ja, wenn wir bei Nacht spielen, brauchen wir Licht, ne? Geh weg. Ach, geh vor. Hier ist er, hier, lass uns den Riesenbaum nehmen hier. Warte, wir haben erstmal einen Zombie hinter uns und ich möchte ein bisschen mehr über die Hügelkuppe. Wo bist du? Hier ist der. Ach, da oben. Komm, man sieht uns eh auf 5 Kilometer in Entfernung, egal wo wir stehen. Die Fackel weg. Die Fackel, nee, wir müssen ja was sehen. Es ist ja dunkel, wir können es gar mal nicht hochdrehen. Hast du schon Anzündholz? Wir müssen erstmal Holz kleinschlagen. Nee, ich versuche das hier im Gras. Versuch du mal. Oh, ist das schön. Immer noch keine Geräuschanimation, was das Ganze hier betrifft. Im ersten Schlag habe ich... Wow! Das war knapp. Warte. Was habe ich denn hier Schönes? Ein Lock erreicht. Feuerholz. Ich habe Feuerholz. Wunderbar. Ich suche gerade noch Anzündholz. Könntest sogar jetzt splitten, aber das wollen wir nicht. Ja, wir finden dazu. Okay, ich hab's. Wunderbar. Wo ist es denn? Ach, es liegt noch auf dem Boden. Okay. Ah, den kann ich nicht aufnehmen. Das Stick ist so groß. Ich habe keinen Rucksack. Kannst du den sehen? Der liegt direkt vor mir. Ich habe ja auch einen. Oh, was ist das denn? Das ist ein Anzündwoodenstick. Wodenstick. Aber ich habe hier schönes Feuerholz. Wird auch als Feuerholz deklariert. Ja, aber du musst das ja erst anzünden. Mit dem Anzündholz, was hier auf dem Boden liegt. Du kannst ja nicht einfach ein Streichholz an ein Stück Holz halten. Das brennt ja davon nicht. Ich hab keinen Platz im Rucksack, ich will auch nichts wegschmeißen. Ja, ich hab keinen Rucksack. Ja. Holz ist unter Fang gerade erledigt. Wirf du irgendwas. Oh fuck. Wirf du irgendwas auf den Boden so lange. Komm, ich futter gerade die Dose. Vielleicht reichen zwei Slots in der Höhe, weil ich hab nichts, was länger als zwei Slots ist. Ja, es reicht. Aber ich kann es nicht splitten. Ich hab keinen Platz dafür. Warte mal, das kann ich eigentlich wegschmeißen. Das brauche ich halt gar nicht mehr. Hier noch? Oh. Die Kugeln mache ich noch weg. Oh, dieses Holz, das braucht wirklich 9 Felder. Ehrlich? Das große hier am Baum. Das ist viel. Vom Epipen brauchen, Epinephrin brauchen wir eh. Ich kann es nicht splitten. Ich habe nicht genug Platz, auch wenn ich alles weglege. Ich leg's mal wieder auf den Boden. Oh, warte mal. I have made a wooden stick. Oh, wunderbar. Okay. Dann, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber man muss das irgendwie alles dann zusammenpacken, ne? Und dann anzünden. Ich hab's leider noch nie selbst gemacht. Warte mal, vielleicht mache ich das immer. Kannst du vielleicht craften, einfach wenn du Rechtsklick aufs Holz machst? Auf dem Holz nicht. Mal, vielleicht kann ich... Kannst du splitten? Split wooden stick. Ui, ich hab die Fackel geworfen. Oh, sie rutscht weg. Wo will sie hin? Äh.
Tja. Gib mal so ein Holzstück. Ach, liegen die alle hier noch, oder was? Ja. Kannst du splitten? Okay. Okay, pass auf, gib mir mal deine Streichhölzer. Ja, ist deine eigenen. Okay, und das Anzündholz hätte ich auch gerne. Warte. Liegt die auf dem Boden. Ja, man muss es echt splitten vorher, aber ich habe keinen Platz dafür. Ist das schon gesplittet? Jetzt? Oh. Ah, okay. Irgendwie kann man jetzt Feuer draus machen. Nur noch Steine dafür. Oh, das wäre natürlich doof. Den habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr gefunden. Ich auch. Oh, Tag. Oh, jetzt war Tag Firewood. Das hast du mir weggenommen. Warte, Entschuldigung. Kannst auch nur ins Becken. Oh. Ja, ich will es nicht ins Becken. Alter. Ja, hier liegt was, ich nehme das. Oh, es liegt wieder auf dem Boden. Komisch, das geht einfach nicht. Ups, jetzt habe ich Streichholz weggeschmissen. Nein! Ne, die liegen hier noch. Beim Holz, ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Müssen wir uns nochmal durchlesen in Ruhe, ne? Machen wir es mal anders. Gut, ich nehme sie trotzdem. Ich packe noch ein paar Sticks mit ein. Ich muss das Zeug jetzt wieder aufnehmen, was ich hier hingeschmissen habe. Streichhölzer hast du noch, ne? Ja. Dann nehme ich die anderen noch mit. Okay, meine Fackel nehme ich auch wieder mit. Ja. Ups, Fackel, komm her. So, Bodensticks habe ich jetzt eingepackt. Ah, ich kann die Fackel nicht wieder aufnehmen, wenn sie am Boden liegt. Schade. Wow! Craft Fireplace Kit from Bodensticks and Racks. Ah! Da ist er. Und nu? Machen reinmachen. Wie machen wir da jetzt Feuer? Ich weiß es nicht. Fireplace Kit, jawohl. Legen wir jetzt Holz rein, oder was? Ja, warte mal. Hopp. Fireplace Kit haben wir am Boden. Ja, aber irgendwie... Ich habe kein Holz reinlegen. Oh doch, warte mal, zack. Warte. Das kriegen wir gleich hin. Moment. Anzündholz? Hey! Wow, wir haben Feuer gemacht! Wuhu. Wir haben Feuer! Wie hast du das gemacht? Ich habe dann die Streichhölzer in mein Inventar gezogen und es dann angemacht. Ah. Man braucht also Racks. Das sind T-Shirts. Holz, dann kann man es auch daraus craften. Wunderbar. Liebe Zuschauer, richtig, wir haben Feuer gemacht. Richtig schön auffällig auf der Hügelkuppe. Ja. Aber wir haben es geschafft. Genau. Und mit diesen wunderschönen Bildern beenden wir das schön Episode. Aus. Ja, sieht wunderbar aus. Jawohl. Und nur noch Tiere. Machen wir in der nächsten Episode. Jawohl. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.